Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, ich habe für euch die aktuelle Bravo Sport Ausgabe Nummer 19. Ist am 6. September hier rausgekommen. So, darin enthalten ist eine neue Serie und zwar die Magic Tricks 1819. Ein Booster. Die kommt ja aktuell am 20., glaube ich, raus. Am 20. September. Ja. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Ja, dann schauen wir mal hinein in das Heft. Also erst machen wir mal den Booster hier ab. Dann schauen wir uns mal das Frontcover an. So. So muss das hier abgehen. Ich sage nur Hashtag Panini mit dem Kleber. Vor allem auf den Multipacks ist das echt extrem. So, ich bin mal gespannt hier. Also ich habe schon Videos gesehen und Bilder. Da schauen wir mal gleich hinein. Erst kommt mal hier das, die Zeitschrift. So, Jogis neue Elf. Welche jungen Stars jetzt mitmischen? Ronaldo und Dybala, so ticken die Juve Bros. So, hier ist dann der Booster. Also extra. Dann hier vier Poster. Schauen wir mal gleich. Die 30 besten Youngstars. Dann hier großer Transfertest. Ja. So. Mal schauen, ob wir das alles aufs Bild bekommen. So, noch ein bisschen hier rüber. Ihr sollt ja auch alles sehen. Sudle. Also hier, ja. Hier kann man was gewinnen. Wir gehen einfach mal gleich auf das, auf die nächste Seite. So, Schweinis Abschiedssause. Servus, Basti. Ja, das war ein schöner Abend gewesen. Also das Spiel war der Hammer. Und er hatte noch getroffen gehabt mit einem schönen Tor. Balljunge netzt ein. Okay. Jetzt müllert es im Buch. Oh, Thomas Müller hat ein Buch rausgebracht. Bayerns Star wird Autor. Oha. Flucht aus Frust. Auber goes Disneyland. Okay. Lingard will neue FIFA. FIFA? Friese. FIFA Friese. Okay. Ich denke mal Frisur, oder? Keine Ahnung. Ronaldo Junior Next CR7. Ja, ihr könnt mal ein paar Videos schauen auf YouTube. Da kann man sehen, wie der schon spielt hier, der Junge. Der hat schon Tricks drauf, meine Güte. Alles von seinem Vater abgeguckt. Dann haben wir hier die Top 5 Tordebüts beim BL Star Start. So, dann haben wir hier. Oh, hier David Alaba. Europa Swag. Neuer Stuff für die große Bühne. Ja. Okay, hier ein rotes Trikot. Für die Dortmunder. Hier BVB Taktiktafel. Okay. Schweißband Massage. Message. Okay. Tolle Geste hier. Regenbogenbinde. Teppichtrikot. So, dann haben wir Germany's Next Topstars. Okay. Hier haben wir Kai Havertz, Niklas Süle, Christian Pulisic, Julian Brandt, Timo Werner, Sancho, Kingsley Coman und hier geht es dann noch weiter. Jo. Dann haben wir plötzlich Boss.
Niklas Süle, okay. Da muss ja einer von den Großen dann raus, wenn der jetzt immer spielen sollte. Dann müsste ja entweder Hummels oder Boateng raus. Wolfsburg siegt erneut. Zweiter Dreier in Folge. Dann haben wir hier deutsche Gruppen, CL, also Champions League. Bayern hat ja Benfica Lissabon bekommen, Amsterdam und Athen. Dortmund hat hier Atletico Madrid, Monaco und Brügge. Ja, das könnte eigentlich klappen. Schalke hat Moskau, Porto und Istanbul. Und Hoffenheim hat es mit Manchester City, Donetsk, Lyon. Ja, also Manchester City, denke ich mal, ist da Top-Mannschaft. So, hier haben wir dann Herthas Mr. 1 zu 0. Endlich wieder happy hier. André Hahn in Augsburg. So, hier sammeln, tauschen und zocken. Match-Attacks ohne Ende. Ja. Aber raus sind sie ja leider noch nicht offiziell. Hier haben wir Paco ballert los. Paco Alcácer. Dann haben wir hier der Leader. Ja, Sebastian Rudi ist ja noch kurz und knapp zu Schalke gewechselt. Total erfahren. Wohlfühlort Schalke. Zuverlässiger Arbeiter. Starker Ballverteiler. Immer wieder Scorer. Holt euch das BL Special. Okay. Was ist denn da drin? Ab sofort im Handel. Bravo Sport Spezial Bundesliga plus zweite Bundesliga. Heiß auf die Saison. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Expertenquiz, checkst du es hier auf der Seite? Dann haben wir hier mein Vorbild Messi, Kai Havertz von Leverkusen. Dann haben wir hier Neymar. Neymar. Dann haben wir hier Mario Götze, My Mobile World. Dann hier schon gelacht, Fun and Crazy. Dann haben wir hier im Talk mit Valentino Lazzaro. Ich will Champions League spielen. Dann haben wir hier nochmal Fun and Crazy, Planet Fußball. So, hier kommen wir zu den Postern. Thiago Alcantara. Oder Alcantara, so. Von Bayern. Dann haben wir Dortmunder. Hier mit CR7 von Juve. Oh, hier Kylian Mbappé. Ah, Maximilian Philipp war das. Cristiano Ronaldo hier. Dann haben wir hier nochmal Fun and Crazy. Star Picks. Liverpool bläst zur Attacke. Angriff auf den Titel. Dann haben wir hier Weltmeister dreht auf. Mbappés Mega Start. Dembélé Knips für Barca. Endlich top. Ja, der war ja, glaube ich, lange verletzt gewesen. Traumduo Ronaldo und Dybala. Super Bros. Da bin ich mal gespannt, wie es bei denen so die Saison abgeht hier mit den Zweien. Dann haben wir hier NBA. Zocken wie LeBron. So, hier haben wir, kann man ein Abo abschließen. Vier Hefte für nur 5,80 € statt 8,80 € plus ein Geschenk. Dann haben wir hier ein Quiz. Ein Rätsel. Dann haben wir hier Handballfieber. Aber das interessiert mich weniger, Handball. Formel 1 interessiert mich auch nicht. Oder ist das das Spiel? Keine Ahnung. Das ist F1 2018. Ah, ist das Spiel.
So, mein Ehre Talk auf der Gamescom hier. Zocken, bis der Arzt kommt. Ja. So, DFB-Team im Reloaded. Ja, also viel Umbruch war gestern in dem Spiel nicht. Beziehungsweise am Donnerstag. Dann haben wir hier Chopping Kings. Also Bayern hat ja eigentlich nur einen gekauft, richtig. Leon Goretzka zurück kam ja. Ach, wie kommt. Wie hieß er nochmal? Oh, jetzt. Heute habe ich es mit den Namen. Ja, ihr wisst ja schon, wen ich meine. Der, wo bei der TSG war. Hier Marc Uth zu Schalke. Dann hier Paulinho zu Leverkusen. Dann hier Pablo Maffeo von zu Stuttgart gewechselt. Ja. Hier Sportworld. Hier kann man dann schon mal sehen. Vorschau zur nächsten Bravo Sport. Da haben wir dann, glaube ich, noch mal einen Booster drin von der Magitix. Sehr schön. So, das war die Zeitschrift und jetzt kommen wir endlich zu dem Booster. Ich bin mal gespannt, wie die in Real aussehen, die Booster. Also, so sehen die ja normalerweise, glaube ich, nicht aus. Das sind ja nochmal ist Spieler drauf. Ich denke mal, das ist jetzt nur hier für die Zeitschrift gemacht worden, denke ich mal. So, Promo-Päckchen, 5 Karten. Also erste und zweite Liga enthalten. Hier steht es auch schon, alle neuen Karten sind ab Ende September 2018 im Handel erhältlich. Warum schreiben die Ende September? Kommt doch, glaube ich, am 20. raus. So, öffnen wir den mal. Ich bin mal gespannt. Gesehen habe ich sie ja schon, aber selbst in der Hand hatte ich sie noch nicht. So, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Ah, hier steht es ja auch. Ab 20. September überall erhältlich. Also, falls ihr die sammeln wollt. Ab 20. September im Handel. Oh ja, oh ja. Aber sehr viele Stuttgarter hier drin, sehe ich mal. Dann machen wir erstmal hier die zwei. Hier haben wir Maximilian Philipp von Dortmund. Sehen ja mal richtig nice aus mit dem gesprenkelten hinten dran. So. Dann haben wir hier den Abwehrwert, den Angriffwert. Hier haben wir, was er wert ist in der Mitte. Hier steht ein Angriff, Abwehr oder sowas. So, hier haben wir noch Kopfball. Hier haben wir Tackling, Pass, Technik, Speed und Schuss. Hier oben ist das Club-Logo, also Dortmund. Ja. Dann drehen wir mal rum, wie sie von hinten aussehen. Sehen dann so aus mit Angriff und Dortmund und hier dann Match-Attacks. Sehr geil. Finde ich schon mal nicht schlecht. Hier haben wir dann Kaderabek Beck von der TSG. Dann haben wir hier Andreas Beck von Stuttgart. Hier haben wir Dennis Aogo von Stuttgart. Und die letzte Karte hier in dem Booster ist Ron-Robert Zieler von Stuttgart. Ja, also ich finde das schon richtig nice. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet hier. Ich leg die mal ganz alleine hier hin. So. Also die gesprengelten finde ich echt nice. Hier das ist einfach nur schlicht gehalten hier hinten dran dunkelblau. Aber hier so zum Beispiel rot und weiß und hier gelb und schwarz, wie Dortmund natürlich ist. Ja,
Und ich denke mal, das war es jetzt hier mit dem Video und hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und Like da lassen natürlich und ein Abo, wenn ihr wollt. Und jetzt ciao.